Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 1. So, wir sind hier wieder im Flugzeug unterwegs, vom Panzer ins Flugzeug. Ja, wir müssen hier unseren verbündeten Freund folgen. Ihr habt das mit dem Flieger oder nicht so ganz heraus, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Okay. Und wie weniger Gas? Nee, voll Gas. Ja, wir fliegen unseren Freund hier nach, der irgendwie irgendwo fliegt. Hochziehen. Puh, das Fliegen ist noch nicht so ganz meins, muss ich zugeben. Er darf uns nicht entkommen. Mal sehen, was er nicht kann. Bleib einfach an ihm dran. Jawohl, jawohl, dranbleiben. Oh, zu hoch, zu hoch. Der ist verdammt gut. Ich bin verdammt schlecht, würde ich mir behaupten. Irgendwie nicht so meine Stärke. Der Panzer war irgendwie cooler. Muss ich jetzt zugeben. Aber wir werden hier auch noch hereinkommen. Übung macht den Meister. Wer letztes Mal gesehen haben, ich hoffe, es ist drauf im Video. Sind wir erfolgreich kollidiert mit diesem Kompanie, oder? Haben uns erfolgreich. Ja, die was für ein Spaß! Hast du auch Flieger. Spaß, Wingnut? Ich heiße Wilson und du sollst aufpassen. Augen nach vorne! Ich habe die Flugzeuge ja zerstört. Sehr, sehr erfolgreich, ich finde. Aber ich tue mir gerade hier schwer, dem nachzukommen. So ein Typen. Der ist echt verdammt gut und ich kann einfach nicht fliegen. Wow. Zu knapp. Ups. Clyde Blackburn, 1889 bis 1917. Ja, tut mir leid für den Clyde. Das Fliegen ist echt noch nicht meine Stärke. Bin gespannt, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön. Ich bin froh, dass die Waffen gesichert sind und wir hier irgendwo abgestürzt sind. Das sieht man hier nicht so schön. Ah ja, ich bin in die falsche Richtung. Deswegen kommen wir nicht nach. Ich bin ein bisschen steil bergauf. Aber wir kommen in näher. Bristol funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Ah ja, das wissen wir schon. Haben wir vorher auch schon gehört. Hat uns nicht relativ viel gebracht. Außer, dass wir hier erfolgreich einmal abgestürzt sind. Er darf uns nicht entkommen! Mal sehen, was er noch kann! Bleib einfach an ihm dran! Okay. Ich probier's ja. Aber die Grafik ist schon der Hammer. Hier im Schneegebiet fliegen wir. Da drüben, gegen Hulk, gar kein Schnee mehr. Gas und bleib an ihm dran! Na, Gas geht nicht! Gib schon Vollgas! Verdammt! Uah. Ach, komm schon! Wir müssen an den rankommen! Irgendwie! Egal wie! Hier können wir nicht abschießen! Es wird viel einfacher! Mit ihm hier um die Kurven gehen zum Kurven! Ich helfe noch mit Gas und Bremsen. Das ist etwas, das halte ich nicht heraus. Wann bremse ich, wann gebe ich am besten Gas? Hochziehen und rüberlenken. Ja genau, das ist ja schon wieder weg. Ach Gott, der kann das einfach. Der ist gut. Muss man zugeben, der ist einfach gut. Ist gut programmiert. Und ich bin einfach echt ein miserabler Pilot. Nur nachzugehen, wow, falsche Richtung. Ich muss den doch irgendwie näher kommen, von der Abkürzung. So, jetzt aber. So, hier lang. Jetzt zieht der natürlich wieder hoch hier. Diesmal bleiben wir dran. So. Juhu, wir fliegen über Berg und Tal.
auch mal in den Berg hinein. Dudai, Dudai. Wir fliegen über Berg und Tal. Oh, Dudai, Dudai. Was für ein Spaß! Hast du auch Spaß? Das war echt geil. Ich heiße Wilson und du sollst aufpassen. Augen nach vorne. Pass ich auf. Alles unter Kontrolle derzeit. So, gleich haben wir's. Wenn geht doch. Dann vergiss die verdammten Vorschriften und lebe mal ein bisschen. Wohin will er jetzt? Lass ihn. Siehst du die Zielballons? Waffen überprüfen. Feuer frei. Mit Vergnügen. Ja. Ah, ja, 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 ja. Noch schwieriger zu schießen. Ja, was für ein Vogel. Da sind noch mehr Ballons. Ja. Aber die Richtung. Es war knapp. Puh. Gibt's noch mehr Ballons? Ach ja, hier. So, langsamer werden. Iha! Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie! Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Okay, Waffe wechseln. Ziele am Boden. Setze. Oi, 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 jetzt wird's echt tricky. Okay, wir können hier mit Handgas ein bisschen fliegen lernen. So. So, runter. Ui, das ist nicht so easy. Das gebe ich ganz ehrlich zu, das ist schwierig. Boah. Verdammt. Das ist schwer. Wow, hier runter zielen. So. Jawohl, das erste hätten wir jetzt mal. Das ist echt schwierig. Verdammt. Wir haben eine Kurve. Gehen wieder hoch. So. Ich will das Ziel rum treffen. So. Oh, nein! Nein! Falsche Taste! Wieso? Verdammt! Wieso? Wieso verdrück ich mich gerade jetzt? Siehst du die Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie! Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Okay, hatten wir ja schon mal. Hallo? Geht doch. Nur zwei Schuss, das ist schlecht. Da wird ein bisschen zu viel verballert, würde ich mal sagen. So, runterzielen. War ist das schwierig. Hochziehen! Oh. So, dann ist zu hoch. Fahr! Das ist echt schwer. So. Ich habe nicht getroffen. Ach Gott. Was ist denn da los? So hoch. Etwas hoch. Und wieder hier runter. So, falsche Richtung. So, da fliegt der andere auch noch spazieren. Okay, das war das letzte. Okay, kann ich mal was fragen? Klar! Warum klingt George Rackham, der Sohn des 4. Earl of Windsor, wie ein Amerikaner? Ich übernehme Akzente ziemlich schnell. Wenn die Jerrys besiegt sind, spreche ich wahrscheinlich Französisch. Aha. Du bist ziemlich misstrauisch, Wilson. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Heilige Scheiße! Deutsche! Was machen die jetzt? Na was wohl? Wie schießen sie ab?
Jeha! Und der erste ist mal weg. Das war ein schneller. Das ging ja schnell. Zweiter. Waffe zu heiß. So dann. So, so weg. Hm, da versteckt sich hinter uns. Uncool. Hier ist er. Was ist denn da? Da kann sie im Flug reparieren, das ist ja nicht genial. So, was ist da? Oh, der Dreck kann nach hinten blicken. Ach Gott. Ja, ich habe nach hinten geguckt, das bringt mir gerade nichts. Wir reparieren ein bisschen. So, wir gehen hier mal ein bisschen tiefer. Eine starke Linkskurve. Was sind die Typen hinter uns? Ja, ja. Wir haben uns die da unten. Schau, der gehört uns. Wir gehen mal wieder still und dann reparieren wir uns wieder. Ah. Was hält man einfach? Ach, ist das schwierig, hey. So. Verdammte Bosch! Achte darauf, dass uns keiner am Heck klebt! Jetzt gibt nicht so schnell auf, was? So. So mag ich das! Hinter uns ist einer, schüttle ihn ab! Gibt's ja nicht! Was war denn da falsch? Ich bin etwas konzentriert. Aber irgendwie bin ich hier. Fliegen echt nicht der Beste. Was ist noch der übrigste, wie das ist? Das war knapp. Das war knapp. Ich muss mich ja gerade echt voll konzentrieren. Das ist ein Dreck. Ach Gott. Den treffen wir auch nicht so easy mit dem Fliegen, muss ich zugeben. Ist unser zweiter Company oder Penner? Hier. Der war schlecht. Das wäre ganz mies gerade geschossen, aber. Okay, wo ist er denn? Wo ist er? Hier unten. So, hier. Mach den hier den Schlauchschwaden voll. Ah, verschnuppt. Ach Gott, dieses Rauf-Runter-Ding, da ist noch ein Horror. So, das Tempo beibehalten. Nein! Fliegt genau auf uns zu, wir treffen nicht. Hey, die Mühle hat was abbekommen. Unternimm was! Das kannst du laut sagen! War das der Motor? Der Beschuss wurde vielleicht das Beschädigt. Reparier von da vorne so viel wie möglich. Okay. Wir halten allein zum Reparieren, so wie es vorher auch schon gemacht haben, würde ich mal sagen. Im Reparieren sind wir Weltmeister. So, das war's. Noch mehr Jerrys! Ich seh sie! Halt deine Unterhose fest! Ach Gott, noch mehr von denen. Na, jetzt wird's aber heftig. Jetzt wird's heftig. Puh, den haben wir schon mal. Der Akku, der war echt genial. Erster Schuss, erster Treffer. Ja, der lebt noch, der Typ. Leider. So.
Zack. Pause. Puh. Ha, das war's mit dieser Folge. Ha, war das spannend. Ist das Fliegen? Ich kann's nicht, aber es ist genial. Es ist echt cool. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Schaut euch die nächste Folge an, dann fliegen wir weiter. Ciao.